Ich sollte hier vielleicht noch eine allgemeine Bemerkung machen zu dem bestimmten Integral. Das Integral, so wie es hier definiert worden ist, über die Grenzwerte un und on, heißt Riemann-Integral, aber das Riemann-Integral ist eigentlich noch ein bisschen allgemeiner formuliert. Denn wenn Sie gesehen haben, habe ich bis jetzt für diese Beispiele hier immer nur monoton steigende Funktionen eingesetzt. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass das f von xk der obere Wert ist und das f von xk minus 1 der untere Wert ist. Das kann man nicht voraussetzen immer. Das kann natürlich auch oszillieren, die Funktion f. Die kann irgendwie ein bisschen verrückter aussehen. Und deshalb gibt es noch allgemeinere Formen für dieses bestimmte Integral. Und das ist dann die Riemannsche Definition oder das sogenannte Riemann-Integral. Allgemein gilt, also wenn die Funktionen nicht monoton steigen oder irgendwie oszillieren, dann kann man Folgendes sagen. Wenn allgemein gilt, und das ist der folgende Satz, der Satz von Riemann. Dadurch ist das Riemann-Integral definiert. Von Riemann. Jetzt fordern wir nur noch, dass f stückweise stetig ist. Stetig ist. Im Intervall AB. Stetig, sollte auch beschränkt sein. Dann existiert das Riemann-Integral und das sieht so aus. Man macht jetzt Folgendes. Man betrachtet den Grenzwert von folgender Summe. Man hat die Summe von k gleich 1 bis n, wie vorher auch, bis n. Und da innen drin steht, jetzt nicht fk plus 1 oder fk oder fk minus 1 oder fk, jeweils eben immer der obere oder der untere Wert. Und wenn das oszilliert, macht man eben zum Beispiel nur das Maximum von der Funktion f von x in dem Intervall zwischen x und xk. Also man nimmt sich vor, x ist dann im Intervall zwischen xk minus 1 und xk. Also die Vorstellung ist eben, dass man jetzt, wenn man hier irgendeine Funktion hat, diese oszilliert und man hat hier das xk minus 1 und hier das xk, dann nimmt man das Maximum als für die obere Summe. Also nimmt man dieses x hier. Das sieht man ganz deutlich, das Maximum. Und das wird dann multipliziert mit Delta x. Und dieser Grenzwert wird dann für n gegen unendlich ausgerechnet. Also im Grunde genommen ist es dasselbe, das ist die entsprechende Obersumme. Und das Ding heißt dann, wird beschrieben mit derselben Schreibweise, das Riemann-Integral von a bis b von f von x dx. So wird das dann definiert. Also die Aussage heißt, dass dieser Grenzwert existiert. Und die zweite Aussage ist, dass es, das ist ja offensichtlich die Obersumme, dass das auch gleich ist. Und ist gleich der Untersumme. Nämlich dann hat man Folgendes. Gleich dem Limes n gegen unendlich. Und da drin steht jetzt die Summe von k gleich 1 bis n. Und jetzt nimmt man das Minimum. Also das heißt, man nimmt jetzt meinetwegen diesen Wert hier innen drin. Zwischen das Minimum von f von x, wobei x in diesem
entsprechende Intervall ist, also im Intervall von xk minus 1 bis xk. Und das wird dann mit Delta x multipliziert. Das ist die Untersumme. Allgemein, ne? Und das ist die Untersumme allgemein. Wenn man oszillierende Funktionen hat. Und jetzt gibt es dann noch eine andere Schreibweise. Noch allgemeiner gilt Folgendes. Es ist nicht notwendig, dass man bei diesen Funktionen, bei stückweise stetigen Funktionen, dass man Obersummen, Untersummen getrennt rechnet. Sondern man kann tatsächlich irgendein x nehmen in dem Intervall, solange nur diese Intervalle zusammenschrumpeln. Also noch allgemeiner. Das ist die allgemeine Definition des Riemanns-Integrals, dass man das Integral von a bis b, also unser Riemann-Integral f von x dx, das kann man dann schreiben als Grenzwert Limes n gegen unendlich. Und da innen drin steht jetzt eine Summe, ganz ähnlich wie bei Obersummen und Untersummen, nämlich k gleich 1 bis n. Und da innen drin steht f. Und hier steht die Differenz xk minus xk minus 1. Das ist unser Delta x. Und hier steht irgendein xi. Und dieses xi ist irgendein Wert im Intervall zwischen k minus 1 und xk. Das heißt also, Sie können hier sozusagen irgendeinen Wert, hier xi, rausnehmen. Hauptsache, es liegt im Intervall. Und die andere Bedingung ist natürlich, dass diese xk zusammenschrumpft. Wobei für jede beliebige sogenannte Zerlegungsfolge, das ist ein bisschen kompliziert, ich will es nicht im Einzelnen ausführen, Zerlegungsfolge, das sind einfach irgendwelche Zerlegungen von dem Intervall, also x0, x1 bis xn. Also die Abstände müssen nicht gleich groß sein. Mit der Maximum der Differenz von xk minus xk minus 1 über alle k. Das ist einfach das größte Intervall, was in dieser Zerlegung vorkommt. Also man muss nicht voraussetzen, dass die gleichmäßig ist, dass sie uniform ist, sondern die können verschieden sein. Aber das Ding hier muss gegen 0 gehen, wenn n gegen unendlich geht. Das ist eine Bedingung. Nicht? Man muss eben eine Zerlegung finden, die immer feiner wird, wenn n läuft. Und das kann man auf die Weise definieren, dass man das größte Intervall und damit auch die drunter liegen, schließlich gegen 0 gehen, wenn man die Zerlegungsfolge verfeinert. Also das ist hier nicht sehr präzise formuliert, aber wenn man eine solche Zerlegungsfolge hat, dann kann man irgendeinen Wert nehmen in diesem jeweiligen Intervall und dann den Grenzwert hier berechnen und es stellt sich raus, es kommt immer noch dasselbe Riemann-Integral raus. Das ist die allgemeine Form. Also das heißt, eigentlich ist das Riemann-Integral unter diesen Bedingungen da oben unabhängig von der Zerlegung. Sie können also eine beliebige Zerlegung des Intervalls AB, also hier ist A und hier ist B, machen. Sie müssen nur dafür sorgen, dass sie immer feiner wird, wenn n größer wird. Und dann kriegen Sie ebenfalls das Riemann-Integral raus. In diesem Sinne kann man sagen, dass das Riemann-Integral eindeutig ist. Es kommt immer dieselbe Zahl raus, ob man Obersumme bei den monotonen Funktionen oder Obersumme in diesem Fall und Untersumme in dieser Definition nimmt oder eine ganz allgemeine Definition. Es gibt immer die gleiche Zahl. Das ist natürlich ein schönes Ergebnis. Satz von Riemann. Also das Riemann-Integral ist unabhängig von der Zerlegungsfolge.